So, Marvin und Vadim sind nebenan. Wir werden jetzt gleich zusammen trainieren. Ich habe das Gefühl, die Jungs nehmen das mit dem Wettkampf-Bodybuilding gar nicht mehr so ernst. Ja? Es sind nur noch 19 Wochen bis zum Wettkampf. Die haben große Fresse. Gut, Marvin hat ja schon einmal abgeliefert, aber Vadim hat ja noch gar nichts geschissen bekommen. Zumindest nicht, was das Wettkampf-Bodybuilding angeht. Und da fehlt es ihnen einfach an Ernsthaftigkeit. Ich will die Jungs heute mal ein bisschen... Also ich treibe es heute richtig auf die Spitze. Ich werde richtig eskalieren. Das ist mit den Eltern auf jeden Fall auch abgesprochen. Ich werde die heute mal richtig herausfordern und mal zeigen, ob sie wirklich Eier haben. Heute ist wirklich Serious Bodybuilding angesagt. Trainiert nach Vadim sein Plan? Vielleicht wächst mein Rücken dann auch so. Wahrscheinlich nicht, weil es Genetik einfach bei ihm ist. Und hartes Training, aber dann sag an. Schön, dass du mal extra dazu gesagt hast. Ja, ich werde ihn nicht sagen. Als jemand, der alles in den Arsch geschoben bekommt für nichts. So. Es ist aber... Genetisch, ich kann härter trainieren als er, mein Rücken würde trotzdem nicht so aussehen. Punkt. Ja. Nimm den Zuschauern doch nicht die Illusion. Es ist das Powerhouse in Berlin, Leute. Wenn ihr mal Bock auf richtiges Hardcore-Bodybuilding habt, dann kommt hierher. Das ist genau die richtige Adresse. Kein Tageslicht, brutale Maschinen. Sie sucht euch geile Maschinen raus. Ich will auch ein paar Sätze mit Musik heute machen, damit ich richtig in meinen. Aber das Problem ist, dann hörst du mich nicht. Dann schrei ruhig. Okay, let's go. Aber erst bei den richtigen Sätzen, ja, bei den richtig. Jetzt ist alles mal Warm-up. Wir bauen jetzt unser Setup hier zusammen. Ja. Aber. Album, oder? Jetzt will ich sehen jetzt. Aber ich sehe das. Aber die Idee war nicht schlecht, weil man nochmal hoch kann. Some serious bodybuilding, he said. Das geht jetzt vorbei, Alter, weißt du? Ja. Oh, das ist ein großes Ding raus. Ja, hilft nichts. Muss man eine Runde machen. Wirklich. Komm, pack alles rein, Mann. Voll durch. Okay. Noch drei Stück. Eins, such. Den letzten jetzt, Mann. Zieh. Runter. Halt gegen. Okay. Ja, da hast du deinen Trainingspartner gleich mitgefordert. Das war zu schwer. Das ist 30 Kilo weniger als mein One Rep Max. Wie viel Prozent sind das jetzt mit 130 Kilo? 10. Immer noch! Komm! Also, wie viele Reps hat Marvin gemacht? Ich hab nicht mitgezählt. Also, alleine vielleicht 2. Ja. Scheiße, stark, Junge. 5. Und weiter. Alles alleine, du Viech, Junge, meine Fresse. 8. Komm weiter. It's all you. 9. Weiter. Komm mit. Noch 3, 1, 0. Weiter. Voll durch. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Alles für die Gates. Komm an. Pull. Runter. Kämpfen. Jawohl. Du bist scheiße stark, Alter. Das ist krass, der Unterschied, ne? Ja, einfach auch. Für Powerlifting wahrscheinlich sogar extremst viel Potenzial, weil er ist immer ein starker Bodybuilder, so wird's auch nicht oft. Übrigens immer hier schön undercover unterwegs, auch in meinem Gym, damit ich nicht zu viele Leute erkenne. Wie ist es bei dir im Gym? Erkenne ich da viele? Also ich habe gewechselt vor kurzem und da wurde ich oft erkannt und jetzt kenne ich da halt. Also ich liebe es, wenn mich Leute ansprechen, aber ich muss im Gym undercover bleiben, sonst wäre ich zu viel gestört. Ja, weil so fällst du ja gar nicht auf mit den Klamotten, ne? Überhaupt nicht. Alles reinlegen, du hast nur noch diesen Satz jetzt. Komm! Ah. Ei! Jawohl! Komm! Und. Schönes Ding! Weiter! 8! Komm, der gibt Gates! Komm mal! Der muss drin bleiben jetzt! Komm! Komm! 10! Noch 3! Komm mal, Marvin! 1! Weiter! Komm mal! 2! Zug! Komm! Hör nicht auf, Mann! Noch 2! 1! Wohl! Komm! Durch! Zieh durch! Und die letzte, komm! Zieh! Zug! Runter! Rein! Halt gegen! Ihr seid ja mittlerweile auch schon Vorbilder bei Instagram, TikTok. Und kennt euch ja mit Training aus. Was würdet ihr mir denn jetzt raten? Im zweiten Satz, weil ich mache nur 2. Du brauchst jetzt... Und jetzt habe ich 130, 6-7 Stück gemacht. Du hast einen schnell gemacht, du könntest jetzt einen leichten machen, Backoff halt. Aha. Gut, wie viel Gewicht soll ich nehmen? 15 nach runter, vielleicht eine 5er noch rauf pro Seite. 110. Genau. Sehr gut. Masse ist Macht, zählt nicht nur bei der Körpermasse, sondern auch bei den Gewichten. Mehr Masse,
mehr macht. Aufgepasst, Leute. Ab heute 12 Uhr beginnt die krasseste Aktion des Jahres. Spart bis zu 50% auf alle Subs und holt euch jetzt den höchsten Rabatt ever auf die Bestseller. Natürlich, wie immer, mit dem Code Johannes für maximalen Rabatt. Checkt den Link in der Beschreibung ab und seid schnell. Packt euch den Warenkorb voll. Viel Erfolg beim Shopping. 110 Kilo. Lächerlich, oh. Alter. Lächerlich. Wie viel habe ich bei den Betten geschafft mit 100 Kilo? Ich glaube, 32 Wiederholungen oder so waren es. Scheiße, Junge. Ich komm wieder. Wirst du sehen. Sogar was sieht man bei Hannes? Das ist eine Großarbeit, richtig sexy. Komm hier! Ja! Komm! Komm! Beim letzten ging gar nichts mehr. Was bietest du gemacht? Anstatt die 20er drauf zu lassen, 29er drauf zu machen, macht jetzt 20er runter 40er drauf. So, heavy shit. So, du wolltest 60 Kilo? Ne, 80. Verdammt, scheiße. Zieh! Komm mal. 2. Man sieht so krass, wie bei Johannes die ganze Muskelfaser in der Brust arbeiten. Also mein Muscle Connection auf jeden Fall on point. Bis zum Schluss, Mann. Komm. Weiter. Noch 4. 1. 2. Noch alles raus. Alles raus. Das sieht man mir gesagt. Komm. Bis zum Schluss. 2. Die letzte 2. Und die letzte, komm. Runter. Halt fest. Jawohl, schönes Ding. Fuck, Digga, Marvin. Alter, ich hab grad so einen Lachkrämpfe, Digga. Nicht mehr gemacht. Fuck. Ach, ich tu meine Arme nicht mehr. Muss die weiter vorne halten, Digga. Richtig. Aber dann hat es auch fertig, ne? Ja, Digga, ohne Spaß haben wir eigentlich fertig nach Hause gehen, nach den 2 Sätzen. Weil, Boys, umso intensiver euer Satz ist, umso weniger Volumen braucht ihr insgesamt. Oder könnt ihr vor allen Dingen auch ab, weil ja, wenn ihr jedes Mal so all-in geht, dann könnt ihr eigentlich so viel trainieren. Und das ist auch schlecht für eure Gains, für eure Regenerationskapazitäten. Die braucht ihr, um Muskeln aufzubauen. Wenn ihr alle verschenkt im Training, weil ihr zu viel Volumen macht, ist das schön. Was ist los? Fuck! Mit zwei. Hallo! Langsam, komm. Ich glaube, Wadi hat mir noch einen rausgequält. Du warst ganz schön zärtlich zu mir. Der war gut, Mann. Der war richtig geil. Ich habe erst 4 Sätze und das ist schon gefühlt komplett im Sack. Aber die Taille ist schon schmal geworden, ne? Schön. Kann man fast rumgreifen da. Guck mal hier, fast. Boah, ist massive as fuck, man. Ja, und der hat immer so eine Angst. Oh, ich werde immer flacher, ich werde immer flacher. Eigentlich ist dir klar, dass du mich im letzten Video so hart gedisst hast. Du hast gesagt, Johannes Lukas hat keine Ahnung vom Bodybuilding. Ah, Digga, ich sag ehrlich, also manchmal, also meine größte Schwäche hast du mir schon oft gesagt, ich höre nicht auf die Leute, die sich wirklich auskennen. Weil ich manchmal denke, ich weiß besser, aber... Bist ein Klugscheißer. Spannung halten vorne, Spannung halten. Und genauso intensiv wie den letzten Satz. Komm mal, zieh. Pull, Marvin, pull. Schön gleichmäßig. Und pull. Bam, bam, bam. Jawohl, 2, 3 Stück doch. 1, weiter. Nicht aufhören. 3, 2. Ohne Pause. Rein. Die letzten kommen. Komm on, Marvin. Pull. Jawohl. Da wurde ich. Komm. Oh, und weiter. Schultern unten lassen. Komm mal, mit dem Blatt. Hier, Mann. Jawohl, weiter. Komm. 3 Stück. 1. Komm. Komm weiter. Ja, das war der Schlag. Komm jetzt. Rein. Und jetzt komm. Pull. Zieh. Spürt ihr das Testosteron? Weißt du, was mich da jetzt erinnert, Marvin? Hä? An die Trend-Twins. Du schaust das Video von denen gleich. 100 Milligramm mehr Testosteron. Das ist wirklich so, Alter. Wer die Trendfans kennt, also viele Jüngere wahrscheinlich auch eher, aber mies, krass. Was seht ihr quasi jetzt, die deutschen Trend-Twins? Nur ohne Trend. Ohne Trend, ja. Warum ziehst du eigentlich dein T-Shirt aus? Mach ich jetzt. Ja, ich hab was gemacht. Ich mach jetzt. Also Boys, wir jetzt den ganzen modernen Scheiß durch. Jetzt Oldschool Bodybuilding, Klimmzüge. Was auch früher funktioniert hat, funktioniert jetzt immer noch. Sprach der 17-Jährige, by the way. Ne? Aber Klimmzüge könnt ihr überall machen. Also da gibt es keine Ausrede mehr, ne? Wenn man genug Kraft hat, noch nach 2 so eine Übung überhaupt noch, ich würde wahrscheinlich kein einziger mehr schaffen. Also ich glaube jetzt auf den Rückentraining schaffe ich auch vielleicht nur 4. Wir helfen, ihr habt jetzt 2 Sätze und dann könnt ihr alles reinlegen. Alright. Okay, ein bisschen Hilfe ist vorne dabei. Aber wenn man am Ende von seinem Training mit einer kranken Intensität immer noch
Klimmzüge kann viele, dann heißt es, dass das eigene Körpergewicht für einen so leicht ist. Das heißt automatisch, dein Rücken muss stark sein. Oder man hat halt beim Training nicht alles gegeben. Ja, aber da, davon gehen wir jetzt mal nicht aus hier. Let's go. Boom, boom, boom. Mal sehen. Schönes Ding. Zwei Fuß. Weiter, komm. Mach lang und komm mal lang. Komm. Aber ich schaff weniger als Marvin. Zug. Schafft er weniger als Marvin? Komm weiter, weiter. Zug. Komm. Komm, 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 komm. Weiter hoch. Aber weiter, komm mal. Fünf, Pull. Und sechs, Pull. Komm. Schönes Ding, schönes Ding. Weiter. Okay, schön flüssig weiter. Ach, hilf dir mit den Füßen ein bisschen, komm. Ein noch. Und pull. Jawohl. Ein noch, komm. Jetzt hier. Komm. Langsam. Man kann am Ende nicht mal mehr seine Schulterblätter so kontrahieren. Rekordhaar. Hat mich gepusht, Digga. Den merk ich mir. Ey, das ist alles eine Motivation. Wir beefen uns auch immer ein bisschen so Social Media technisch. Ja, ist wirklich, aber an alle, ich dachte, die mögen sich. Das sind alles so Jokes. Alter, ich bin mal sie sehen mich, ich und Marvin, ein, zwei Jahre deutsche Trend Twins. Allein das Training jetzt schon, Digga. Lass das etablieren, ohne Spaß. Schreibt in die Kommentare, habt ihr Bock auf, natürlich auch auf Trend die deutschen Trend Twins, dann haben wir wenigstens mal einen guten Grund. Testo Twins oder nicht? Testo Twins. Testo Twins. Testo Twins. Schreibt in die Kommentare, ob wir Stoff nehmen sollen. Bei 10.000 Likes, Trend. Das schneiden wir raus. Ja, die Struktur ist natürlich geil, ne? Ja. Aber Bro, du musst erstmal beweisen. Du hast noch nichts geschissen bekommen eigentlich. Du musst auf der Bühne stehen. Ich will Streifen im Arsch sehen. Ja, so, wir so. Sind jetzt, pass auf, wir haben folgendes Problem. In 2 Wochen knapp fliegst du in Urlaub nach Thailand. Und da hatte ich eigentlich das Diet Break für ihn geplant. Damit er da refeeden kann, vernünftig. Und den Trainingsmann Deload machen. Deload, ja. Das war eigentlich jetzt alles geplant. Jetzt verstehst du meinen Plan. Verstehe ich auch das Problem. Ich hatte wirklich einen Plan. Jetzt fliegt der nach Thailand und ich so, Bro, wir müssen jetzt mit den Kalorien runter, weil du musst locker auf 90 Kilo. Das heißt, du hast objektiv 13, 14 Kilo zu verlieren in den 19 Wochen. Wir können uns keine Fehler mehr erlauben. Wenn ihr jetzt Scheiße baut und es nicht ernst nehmt, dann wird es hinten raus zum Wettkampf knapp. Knapp richtig hart zu werden und vor allem auch knapp. Mit Keto, mit allem durchzuhalten. Wir können nicht zaubern, Leute. Das heißt, jetzt, von jetzt an zählt es. Wir dürfen uns nichts mehr erlauben. Das liegt an euch. Ihr habt es jetzt in der Hand. Ich sag euch, was lang geht, ihr marschiert. Ich hab so Bock jetzt, Digga. Ohne Spaß, letztes Video habt ihr wahrscheinlich gemerkt, ich hatte keinen Bock. Aber jetzt hab ich richtig Bock. Ich glaube, das hat viel gemacht. Aber was ist das? Wenn du in Thailand bist und alle sind am Saufen oder fressen. Ich habe so viele Thai-Partys gemacht mit so thailändischen Medien. Aber Digga, immer durchgezogen. Immer doppelchecken. Immer bevor man sich trifft, mach mal All Out. Achso, All Out. Bevor man sich trifft. Mach mal All Out, Alter. Vorsicht in Thailand, ne? Ja. Ihr wisst, seid ihr Bock? Nee, Mann. Also wenn, dann in Thailand. Was in Thailand passiert, bleibt auch in Thailand. Das weiß ich, was, also bis auf ein bisschen Hep C oder so, das bringst du dann gratis mit. Ne? So. In Thailand kriegt man auch, glaube ich, einfach Stoff. Und, Alter, was für AIDS? Aber hab ich mal gehört. Stoff, also wenn er mit 10 Kilo mehr, aber 5% weniger KFA rauskommt, dann wissen wir, was er gemacht hat. Ich hab nur Kreatin genommen. Das neue Kreatin. No Kreatin, Bro. All net, no Kreatin. Die ersten maximal kontrahieren. Zack, jawohl, prima. Die ersten wieder ohne Schwung. Schön akkurat jetzt mal. Komm, zieh. Guck mal, da fehlt noch Fleisch hinten. Da fehlt noch so viel Fleisch hinten, Mann. Come on. Pull. Come on. Zusammen. Schönes akkurat bleiben. Schön akkurat. Ohne Schwung. Genauso. So genauso. Contraction. Full Contraction. Komm, zieh zusammen. Squeeze. Zusammen. Bleib voll rein. Rein jetzt. Komm. Komm, zieh. Ich bin hier. Egal, ich bin hier, komm. Weitermachen, jetzt. Zieh mal richtig rein, komm, nicht bis hinten, bis hinten. Ja, Mann. Und raus, zurück. Dehnung machst du alleine, komm. Mehr. Du machst die Dehnung alleine, komm. Gib ihm mehr. Komm, zieh. Hol noch eine, komm. Zieh. Ja, Digga, als letzter Satz, mach alles, komm, jetzt, komm. Rein. Jetzt am Stück, komm. Ja. Jungs, ich will ganz ehrlich zu euch sein, ne? Ich hatte eigentlich vor, hier eine Backpfeife zu geben. Um euch mal richtig zu schockieren, ne? Vorher mit euren Eltern gesprochen, damit die Bescheid wissen, weil ihr seid ja immer noch nicht volljährig. Ja. Auch wenn es mir so vorkommt, als wären wir gleich alt.
Sind wir aber nicht immer, aber manchmal. Aber sag mal ehrlich, wir haben schon so hart gut trainiert, herzlich gehen müssen. Ne? Ja, es war auch ohne Scheiß, war cool, hat richtig Bock gemacht. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ihr seid auf eure Kosten gekommen und habt jetzt Bock ins Gym zu gehen, Leute. Ja, Mann. Also ich fand das Training heute richtig geil. Hat auch gut gemacht. Ja, Mann. Jungs. Ich liebe euch. Lass mal so. Yay!